Hello, hello. Ich war letztens so, ja, Videos am machen, also Szenen hier am Aufnehmen und mal ganz nebenbei jetzt so, by the way, sag mal, kann man diese Gottverdammten, das ging mir so auf den Sack hier, diese hier Wheeler und wie sie alle heißen, kann man diese bescheuerten Namen nicht ausschalten? Kann das sein oder bin ich zu doof dafür? Das ging mir so auf den Sack, weil ich wollte in Zukunft jetzt demnächst mal ein kleines Filmchen machen, so ein Cinematic. Ne, ich bin hier schon mit den Filtern am Umspinnen. Ihr seht ja hier, das sieht schon ein bisschen anders aus als gewöhnlich. Ja, aber diese Namen zum Beispiel. Ne, ich meine, ich habe das jetzt nicht online probiert, aber ich glaube, online werden die Namen auch immer angezeigt. Das ist ja mal richtig Abfuck. Ne? Also, das hätten sie in ihrem komischen Update jetzt hier auch mal irgendwie machen können. Am Steuerkreuz sind Tasten frei. Da hätte man ja ruhig mal so Einstellungen machen können, dass hier diese ganze scheiß Klimbim, den es hier drumherum gibt, dass der gar nicht angezeigt wird. Naja, auf jeden Fall, ich war da so meine Szene machen und dann mit Polizeiwagen und dann ist mir bei den Polizeiwagen so eine Gerätschaft hinten aufgefallen bei den Dodges und ich guck da so drauf und dann sind da auf diesem Gerät so kleine Schildchen drauf und da stehen ganz komische Sachen drauf und ich dachte so, komm, okay, mal aus Langeweile gucken wir mal, was das bedeutet. Da stehen da plötzlich so Sachen wie Dark Secret, Dark Spell, Magic und keine Ahnung was, Alter. Satan sein Vater oder was? Ich hol mir deine Seele, du scheiß Freakwaser. Die ersten zwei Wörter hießen irgendwie Morgen und Leben, Morgen Leben und dieses Lorem. Das hatte einfach gar keine Bedeutung gefunden und je weiter ich gesucht habe, da finde ich auf einmal so komische Sachen hier. Ferner gibt es noch niemanden, der den Schmerz um seiner selbst will liebt, der ihn sucht und haben will, einfach weil es Schmerz ist. Jeder hat schon mal davon irgendwo gehört oder gelesen, also ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht, keine Ahnung, aber dann kamen halt irgendwann auch hier Entwickler und Designer so dabei raus und da dachte ich mir so, okay, alles klar, so langsam finde ich hier wohl die Lösung. Naja, auf jeden Fall habe ich dann noch geschaut, was Auge heißt und da kam dann halt raus, das heißt Propaganda und dann halt gar keinen Sinn, mein Leben, keine Ahnung, Wort, Propaganda, also null Sinn im Grunde. Und dann habe ich auch noch in mal hinten in der Heckscheibe geguckt, da war auch ein Gerät, klar. Da war auch so ein detaillierter Sticker drauf, richtig detailliert, so richtig sinnbefreit eigentlich. Und ja, da kam bei raus, das war irgendwie so eine Telefonbox oder Router oder sonst irgendwas habe ich da gefunden. Also irgendwie ein Polizeigerät halt. Was halt lustig ist, ne? Warum hat das so viel Detail? Ne, als wenn die da einfach irgendwelche Geräte genommen haben, gescannt haben und ins Spiel geklatscht haben, so YOLO-Modus halt, ne? Ne, aber auch überhaupt, die Innenräume sind so krass detailliert in dem Spiel, habe ich dann gesehen noch. Ne, natürlich nicht komplett, halt, manche Sachen sind halt auch ein bisschen schmierig so, aber an sich wäre, glaube ich, gar kein Problem, eine Cockpit-Perspektive in dem Spiel zu implementieren. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir ja auch noch eine. Aber ja, das war auf jeden Fall ganz lustig, weil am Anfang wusste ich echt nicht, was das alles so bedeutet. Und ich gucke und gucke und da kommen da so komische Sachen bei rum. Und ich dachte schon, da hat irgendein Entwickler, ey, was weiß ich, für ein Ritual, ey, abgehalten. Oder was weiß ich, was die uns da sagen wollen. Aber ja, dieses Wort da, das heißt dann im Grunde gar nichts. Das ist ein Platzhalter im IT-Bereich. Die Entwickler und so, die nutzen das halt für, was weiß ich, für Gründe hier, ne? Im Grunde, also ja, ein Brain-AFK für Leute, die jetzt nicht so tief in der Materie da drin sind. Aber naja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Das war auf jeden Fall eine lustige Angelegenheit, weil wie gesagt, ich war da am Rumbasteln und dann denke ich so, hä? Was ist das denn? Ne? Da dachte ich so, okay, wir haben ja schon diese Horrorscheune da sozusagen und dann kommt da sowas bei rum. Also, naja, keine Ahnung, was die da für Gerätschaften eingescannt haben. Auf jeden Fall haben sie die Schilder auch sehr gut mit eingescannt. Und einfach mit ins Spiel übernommen, inklusive Produktcode. Also, ja, ich weiß nicht, ist das Ultra Easter Egg Product Placement hier oder was soll das werden? Ja, so, ansonsten, ja, was jetzt ganz interessant war natürlich, was ich angesprochen hatte, ist der Innenraum. Da können wir ja mal kurz noch drüber reden, das Video ist ja noch jung. Ja, was meint ihr? Also ich finde echt, die Innenräume sind relativ gut gelungen. Auch die Lenkräder sind ja animiert, wenn man lenkt und so. Klar, jetzt nicht perfekt, aber rein theoretisch mit ein bisschen Zusatzarbeit könnten die uns eigentlich locker die Innenraumperspektive bieten. Das wäre halt für alle schön, die mit Lenkrad spielen wollen. Ne? Ja, klar, okay, Forcer, beziehungsweise, ja, Heat, komme ich immer auf Forcer, ne? Bei Lenkrad denke ich immer an Forcer, bruh. Ja, Heat ist halt nicht so der Ultrasimulator, ne, aber naja, wer halt mag, kann halt mit Lenkrad spielen und der wäre die Cockpit-Perspektive natürlich.
auch schon ein Leckerchen, ne? Also wie gesagt, auch die Polizeiwagen sind von innen extrem hoch detailliert. Wofür, keine Ahnung, ne? Klar, wenn man jetzt mit der Kamera ranzoomt und so, sieht es schön aus, aber auch am Lenkrad, überall sind einfach extrem scharf lesbare Buchstaben, sag ich mal, die ganzen Bezeichnungen und so weiter. Und ich weiß nicht, wofür genommen, ne? Klar. Allgemein muss es heutzutage auch gut aussehen, aber ich kenne Spiele, die keine Cockpit-Perspektive noch benutzen und trotzdem wesentlich schlimmer aussehen im Innenraum. Da muss man schon sagen, Heat hat ja allgemein, was die Autos angeht, extrem viel Detail, aber da gehen wir in dem Rachel-Video dann auch nochmal nebenbei ein bisschen drauf ein, weil was der Z an Details hat, ist natürlich auch schon sehr heftig. Und ja, gut, müssen wir das hier nicht künstlich in die Länge strecken. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja, wenn ihr wenn es euch hier gefallen hat, eine kleine Gruselstunde heute, so ganz komisch hier, ne? Was ich auf was für Sachen ich hier komme, ne? Was für Sachen ich achte, also keine Ahnung, warum mich das so getriggert hat, aber war ganz lustig eigentlich, da mal ein bisschen nachzuforschen. Und wer weiß, was es nicht noch so für Easter Eggs gibt, also dass diese ganzen Produktnamen einfach so eiskalt hochauflösend auf den Dingern noch draufkleben hinten und man sich die angucken kann, ist schon lustig irgendwie. Und ja, wie gesagt, lasst ein Like da, dann, wenn es euch gefallen hat, abonnieren und Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.